Heute Hamann zu lesen und aufzunehmen, ist ein nobilitierender Akt des Antimodernismus. Und dasselbe gilt für den Entschluss, Hamanns Blätter für solche Aneignungen bereitzustellen. Mit diesen Worten Gerhard Nebels aus seinem Hamann-Buch von 1973 heiße ich Sie heute Abend ganz herzlich in der Bibliothek des Konservatismus willkommen. Nun, die BDK stellt nicht nur sämtliche Blätter Johann Georg Hamanns ihren Nutzern zur Verfügung. Sie ermuntert mit der heutigen Veranstaltung auch ausdrücklich zur Lektüre dieses großen, ja vielleicht einzigartigen Gegenaufklärers. Ich freue mich deshalb ganz besonders, heute Abend Herrn Dr. Till Kinzel hier bei uns begrüßen zu können, der bereits 2015 sein Buch über Nicolás Gómez Dávila bei uns vorstellte. Doch anders als Dávila gehört Johann Georg Hamann bislang nicht zum Pantheon konservativer Denker. Das Lexikon des Konservatismus von 1996 etwa führt ihn nicht auf. Und auch sonst gehört Hamann zu den von Konservativen eher selten zitierten Autoren. Es wäre also zu wünschen, dass der heutige Abend eine neue Ära in der Hamann-Rezeption einläutet. Till Kinzel studierte von 1988 bis 1997 an der Technischen Universität Berlin Geschichte und Englisch. 2001 wurde er mit einer Arbeit zur platonischen Kulturkritik in Amerika promoviert. 2005 habilitierte er sich für neuere englische und amerikanische Literaturwissenschaft. Lehrtätigkeiten führten ihn an die TU Berlin, die Universität Paderborn und die TU Braunschweig. Lieber Kinzel, ich bitte Sie ums Wort. Ja, vielen Dank, Herr Fenske. Einmal natürlich für die freundliche Einladung und die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen und auch dann noch zu einem so etwas seltsamen Thema wie Johann Georg Hamann. Sie haben es ja selbst gesagt, er ist nicht Teil eines Kanons. Man kann auch eigentlich nicht wirklich sagen, dass er Teil der Klassiker, etwa der deutschen Literatur im eigentlichen Sinne ist, denn er war einer der Autoren, die im Grunde wenig insofern geschrieben haben, als sie nicht Werke produziert haben, die man dann in der Schule lesen kann, also Romane oder Dramen oder Gedichte, sondern er war ein Schriftsteller, der auf ganz eigene Weise sich zu Papier gebracht hat, wenn man so will, seine Autorschaft gepflegt hat. Und über Hamann zu reden oder über Hamann zu schreiben, hat durchaus seine Schwierigkeiten. Und vielleicht will ich damit auch etwas einsteigen, bevor ich dann einige Passagen aus dem Buch zum Besten geben werde, so in vielleicht abgekürzter Form, um einen Eindruck davon zu geben, was ich in dem Buch mache, worum es geht. Und dann auch ein bisschen was doch für alle Fälle, man kann ja das zwar alles bei Wikipedia heute nachlesen, aber so ein paar biografische Hintergründe wenigstens andeuten und vielleicht an einzelnen Punkten nochmal deutlich machen, warum ich meine, dass trotz der großen Schwierigkeiten, die mit der Hamann-Lektüre verbunden sind oder vielleicht auch wegen dieser Schwierigkeiten, sich die Beschäftigung mit diesem Autor des 18. Jahrhunderts lohnt. Auch eben zu einer Zeit, in der die meisten Menschen sehr kurzlebige geistige Interessen pflegen, wenn überhaupt. Insofern ist es außerordentlich erfreulich, dass so viele Leute hierher gekommen sind, um sich diesem Thema zu widmen. Und vielleicht einleitend sollte ich sagen, dass dieses Buch ein sehr merkwürdiges Buch, fast eine Art Zwitter ist, was auch einige Rezipienten schon so erkennen gegeben haben, weil es eben weder eine simple Kurzfassung seines Werkes und Lebens ist, noch ein schwergewichtiger Beitrag zur Forschung, sondern so irgendwie mittendrin, weil die Schwierigkeit des Schreibens über einen Autor, der wie Hamann ein unersättlicher Leser war und eine ungeheure Menge von Büchern gelesen hat, in sich hineingefressen hat und auch dann
in seine Texte hineinkomponiert hat. Diese Schwierigkeit bringt es mit sich, dass man nur wenig direkt zitieren kann, ohne sich mit mehreren Sprachen gleichzeitig beschäftigen zu müssen. Denn Hamann hat in seine Texte, die man als eine Art Flickenteppich bezeichnen kann, ständig lateinische, griechische, französische, englische, hebräische Dinge eingeflochten, sodass man ohne Kommentar an diese Texte überhaupt nicht sinnvoll herankommt. Das gilt selbst für die vergleichsweise einfachsten, aber vielleicht dazu dann noch ein bisschen mehr. Also dieses Buch ist so ein Mittelding und es ist eigentlich eine Art Experiment, ob sich für ein derartiges Buch überhaupt Leser finden lassen, weil das Buch zugleich eben auch ein Versuch ist, des Schreibenden, also von mir, mit diesem Thema zu Rande zu kommen, mit dem ich mich schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt habe. Vor wahrscheinlich 13, 14 Jahren habe ich einmal in Potsdam einen Vortrag über Hamann gehalten und ich habe mal vor langer, langer Zeit auch ein Gespräch mit Martin Mosebach darüber gehabt und das sind dann so Dinge, die lange, lange arbeiten und man hat dann nicht die Zeit und die Ruhe, sich damit zu beschäftigen. Es türmen sich die Bücherberge um einen herum, so wie Hamann die Bücher an sich herangezogen hat und man versucht, sie zu verdauen und muss dann vieles, vieles wieder ausscheiden, was in dem Buch dann eben letztlich nicht drin ist, aber gut. Also als Einstieg vielleicht ein paar Ausführungen darüber, was man vielleicht als das Faszinierende an Hamann sehen kann, was auch die Herausforderung ist, die mit Hamanns Werk und Leben verbunden ist, bevor ich dann ein paar biografische Stationen erläutere und dann auf einige Schwerpunkte, wenn man so will, seines Schreibens, seines Lesens und Lebens eingehe, um dann abschließend ein paar Bemerkungen auch zu dem zu machen, warum es eben sinnvoll sein kann, Hamann zu lesen. Also der Name Hamanns, das ist ja auch in dem Vortragstitel hier, der Magus in Norden. Also das Magus soll anknüpfen an die biblischen drei, also an diese heiligen drei Könige, die Magi, wie die ja genannt werden. Und dass diese Terminus schon auch so etwas wenig spezifisch zu sein scheint, das kann also auch dazu führen, dass man eben sich dann schon anfängt zu fragen, was ist es eigentlich mit diesem Mann Rätselhaftes, das man da entziffern muss. Und das ist eigentlich der Ansatz, den ich jetzt zunächst wähle, dass man sich fragen muss, was bedeutet Hamann? Denn schon die Zeitgenossen hatten große Schwierigkeiten zu verstehen, was er eigentlich wollte. Es gab viele, die seine Texte gesammelt haben und gelesen haben. Und man hat immer probiert herauszufinden, was er eigentlich sagen will. Zum Beispiel hat Matthias Claudius ihn noch einen Zeichendeuter genannt. Und man wird, wenn man anfängt, sich mit Hamann zu beschäftigen, in einen hermeneutischen Zirkel hineingezogen, der unendlich zu sein scheint, weil man nie an ein Ende kommt. Das ist immer wieder ein neues Ansetzen, was man bei Hamann erlebt. Und so ist in meiner Interpretation Hamann auch ein Prototyp des Undurchschaubaren. Denn er war sozusagen ein Meister der Undurchschaubarkeit. Und diese Undurchschaubarkeit ist zunächst das, was als höchst irritierend wahrgenommen werden kann. Vor allem in unserem eigenen Zeitalter, das trotz aller Extreme des Datenschutzes doch unter dem Imperativ einer totalen Transparenz und damit einer totalen Erfassung und Vernetzung des anderen steht und auch seiner selbst natürlich, die anderen aber gerade deswegen eben verfehlen muss. Und vielleicht ist das auch ein Grund, Hamann zu lesen, ihn zu studieren oder wenigstens zu versuchen, ihn zu lesen, weil die Lektüre Hamanns eine in diesem Sinne therapeutische Wirkung entfalten kann, denn wer Hamann liest, entzieht sich gerade diesem Imperativ der Transparenz,
den man als Fluch unserer Zeit ja ansehen kann. Man entzieht sich dem Imperativ der Ersetzung von Urteilskraft durch Gesinnung und man entzieht sich der Forderung nach populärem Sprechen, der Anpassung an die Meinungen des Tages, der Entsorgung des historisch Gewordenen in der Sprache und dem Trend zur Vereinfachung in Sprache und Denken durch die Senkung des Anforderungsniveaus und die Didaktisierung, man kann auch sagen Verschlagwortisierung der öffentlichen Debatten. Also wer Hamann liest, hält sich fern von jener immer weiter um sich greifenden Vermoralisierung des öffentlichen Lebens unter erbaulichen Vorzeichen. Hamann lesen erfordert Zeit und das trotz seiner meist sehr kurzen Texte. Hamann-Lektüre ist Lektüre im Modus der Entschleunigung. Und weil sie das Denken herausfordert, zersetzt sie jeden Fanatismus und das ihn begleitende Geschrei des Tages. Hamann lesen bedeutet daher nichts Geringeres als einen Akt des geistigen Widerstandes gegen die neuen Vormünder, die allenthalben ihr Haupt erheben und danach trachten, ein Denken, das anders ist als das, was eben gemeinhin gelten soll, in Acht und Bann zu tun. Es bedeutet aber auch die Zurückweisung jedes eigenen Anspruchs, vormundschaftlich für andere zu denken. Diese doppelte Stoßrichtung, die dann auch nochmal für die Aufklärungskritik oder die Kantkritik, das Weiterdenken Kants bei Hamann wichtig wird, darf man nicht vergessen, wenn man Hamanns Bedeutung angemessen erfassen möchte. Herr Fenske hat es schon angedeutet, Hamann ist tatsächlich unter den Schriftstellern und Denkern des 18. Jahrhunderts einzigartig. Man hat ihn auch als Querdenker der Aufklärung bezeichnet, aber wenn man sieht, wer heute so alles als Querdenker bezeichnet wird, dann benutzt man das vielleicht besser nicht. Und er ist auch im Grunde keine gängige Münze in den Diskussionen, so wie man eben über Jahre, Jahrzehnte im bürgerlichen Kulturleben Goethe hochgehalten hat und jeder sich dann irgendwas darunter vorstellen konnte oder vorgestellt hat, ist Hamann letztlich inkommensurabel geblieben. Man kann ihn nicht auf Begriffe bringen und man hat ihn deswegen auch nur schwer eingeordnet in diese Zeit, die als Zeitalter der Aufklärung gilt, weil er auch eben in der Aufklärung selbst einen doppelten Boden gesehen hat. Und wenn man jetzt versucht, Hamann als Magus im Norden oder als hellsten Kopf seiner Zeit oder als radikalen Aufklärer, wie das auch einige protestantische Theologen gemacht haben, zu verstehen, dann, so sehe ich das, steht man immer noch im Bann des Zwanges, auch für einen unvergleichlichen Denker und Schriftsteller ein Etikett zu finden. Das soll natürlich positiv sein. Also man versucht, ihn einzuordnen. Und dieses Einordnen ist aber gerade das Problem. Und Hamann selbst hat sich schon immer auch zu seinen Lebzeiten dagegen gewendet, wenn andere versucht haben, ihn zu etikettieren, so wie eben sein Freund Friedrich Heinrich Jacobi, der ihn als heiligen Mann tituliert hat. Und Hamann hat dagegen sich ausdrücklich verwahrt. Und selbst ein großer marxistischer Ideologiekritiker, Georg Lukacs, hat Hamann, obwohl er die Geistesgeschichte ja sehr stark nach dem Schema von Schelling zu Hitler, ne, Irrationalismus als verheerende Ursache des Faschismus dargestellt hat, hat eben gesehen, dass Hamann viel komplexer ist und nicht in dieses primitive Schema von Fortschrittlichkeit und Reaktion einzufügen ist. Und das sei hier wenigstens nochmal erwähnt. Ich gehe nicht auf alle Leute ein, die jetzt irgendwann mal was zu Hamann gesagt haben. Aber es ist interessant, dass zum Beispiel der bekannte Kulturhistoriker Egon Friedell auch über Hamann gesagt hat, er sei eine Kuriosität ersten Ranges. Und hier kann man eben diese beiden Dinge gut verknüpft sehen. Es ist eine Kuriosität, damit erkennt man schon etwas. Er ist eine Art Sonderling, das mag man so sehr sehen, aber es ist eben mehr, sondern es ist eine Kuriosität ersten Ranges. Und diese Frage des Ranges ist natürlich von Bedeutung, wenn man versucht zu verstehen, warum überhaupt sich auch in späterer Zeit immer wieder Autoren gefunden haben,
die den Zwang empfunden haben, sich mit Hamann auseinanderzusetzen. Also, keines der Etikette, die man so finden kann, darf letztlich als solches stehen bleiben. Man muss sich also an Hamann herantasten. Und die Frage ist natürlich auch, ob ein Denker überhaupt so verstanden werden kann, wie er sich selbst verstanden hat. Das ist ein altes hermeneutisches Problem. Auch ob man einen Autor besser verstehen soll, als er sich selbst verstanden hat. Das taucht bei Schleiermacher und Dilthey und Heidegger und so weiter immer wieder auf. Und die Frage ist natürlich, ob eben ein Autor auch von anderen immer eindeutig verstanden werden will. Also ein gutes Beispiel, dass das nicht der Fall ist, wäre Nietzsche, der das ausdrücklich auch reflektiert. Und bei Hamann ist es interessant zu sehen, dass er selbst behauptet hat, er würde seine früheren Schriften nicht mehr ganz verstehen. An seinen Königsberger Freund Johann Georg Schäffner schreibt er so am 11. Februar 1785 nach einer eigenen Durchsicht alles dessen, was er so von 1759, also den sokratischen Denkwürdigkeiten angefangen, bis 1783 geschrieben hatte, Zitat, ich verstehe mich selbst nicht mehr, ganz anders wie damals, manches besser, manches schlechter. Was man nicht versteht, lässt man lieber ungelesen und sollte auch ungeschrieben geblieben sein und noch weniger wieder aufgelegt werden. Das ist für einen Schriftsteller schon eine bemerkenswerte Aussage, die man nicht so häufig findet. Und es ist so, dass Hamann selber für sein Schreiben, das macht ihn natürlich zu einem nicht klassischen Autor in dem Sinne, den man dann irgendwie wie Goethe auf den Olymp setzen kann und dann findet man schon irgendwas, was sozusagen die Zeit überdauernde da ist, sondern Hamann selbst schreibt aufgrund von Zufälligkeiten in seinem Leben, in Situationen, in den wirklichen Lagen, in denen er sich befindet, auf Augenblicke, falsche, schiefe, verwelkte Eindrücke und diese Dinge, die kann er dann selber nicht mehr rekonstruieren und weiß deswegen nicht mehr, warum er dies oder das geschrieben hat. Also seine Schriften sind dann, wenn man das so sehen will, Dokumente eines radikalen Okkasionalismus, also einer Gelegenheit, die sich nur an konkreten Situationen entzündet hat. Und diese Tatsache war es dann auch, die zum Beispiel diejenigen, die wie Goethe Pläne hatten, Hamanns Schriften zu edieren, abgehalten hat, diese Edition wirklich zu machen, weil sie gar nicht alles erklären konnten, was in diesen Schriften so zu finden ist. Also die Erklärung, warum Hamann irgendetwas geschrieben hat, ließ sich auch selbst für die Zeitgenossen nicht immer so eindeutig herstellen. Dazu habe ich noch eine ganz schöne Stelle, auf die ich gleich noch komme. Aber noch vorher ein Beispiel für einen zeitgenössischen Autor, der auch deutlich gemacht hat, warum es von Interesse sein kann, Hamann zu lesen. Und das war Botho Strauß. In seinem Roman Wohnen, Dämmern, Lügen kann man lesen, Zitat, man muss wieder Hamann lesen, um zu lernen, dass Geist aus Rissen und Sprüngen entweicht, dass alle klärenden kleinen Sprachmeister Langweiler sind. Also es gibt hier einen Impetus, Hamann zu lesen, weil er sich eben auch erhebt über die anderen. Und wen Botho Strauß da meint, das kann sich jeder selber denken. In dem Text geht es dann noch weiter und er sagt dann, ohne Hamann kein Deutsch und ohne den Dunklen vom Norden kein Licht. Natürlich ist das ein typischer Fall von Übertreibung, aber dieses Dunkle ist eben auch eine rhetorische Dimension gewesen. Man schreibt eben so, dass es nicht sofort verständlich ist. Das wirkt dann dunkel. Das ist eine typische rhetorische Schreibweise, die dann eben vom Leser besondere Anstrengung erfordert. Und das Dunkle ist eben auch etwas, was dann schon Zeitgenossen verbunden haben mit Heraklit, weil das eben auch eine Tradition ist, auf die das zurückgeht. So kann man eben dann auch Hamann als eine Art preußischen Heraklit sehen, so wie Matthias Claudius das getan hat.
Und noch ein schönes Beispiel einfach für dieses Problem des Verständnis oder Verständnislosigkeit, bevor ich dann ein paar Dinge noch zu seinem Leben sagen werde. Matthias Claudius, der intensiv mit Hamann korrespondiert hat und leider für jeden Hamann-Forscher, für jeden, der sich überhaupt mit dieser Zeit befasst, ein großes Trauerspiel. Er hat seine Korrespondenz mit Hamann vernichtet. Das war damals üblich, dass man beim Tode einer Person dann von der Familie die Briefe zurückverlangen konnte, die man an den geschrieben hatte. Und so hat eben Matthias Claudius seine Briefe alle wiederbekommen und die sind alle verloren. Also gerade ein wichtiger Briefwechsel, der uns viel hätte sagen können, denn wenn man so sieht, was sonst eben zum Beispiel den Briefwechsel Friedrich Heinrich Jacobis mit Claudius so zu finden ist, dann ist das schon sehr bedeutsam. Es gibt aber nur einzelne Fälle, wo das eben dann vielleicht mal noch durchrutscht, aber Claudius jedenfalls schreibt an Johann Gottfried Herder im Mai 1775, Zitat, von Hamann habe ich diesen Winter verschiedene Briefe gehabt, die ich alle gelesen, aber, versteht sich, nicht verstanden habe. Indes versteht man doch hie und da ein halbes Wort. Und wer hat denn gesagt, dass man alle Briefe verstehen soll, die man lieset? Das war also Claudius. Und dieses Nicht-Verstehen findet man bei anderen Zeitgenossen auch. Ich nenne nur noch ein Beispiel, den dänischen Schriftstellerphilosophen Jens Baggesen, der bei einer Gelegenheit seiner Reise durch Deutschland dann sagt, hier, da gab es diese Schriften von Hamann in einer Hamburger Buchhandlung. Gesammelt, sagt er dann, sind sie äußerst selten und ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Seltenheit das Merkwürdigste an ihnen ist. Sie sind teils auf Lateinisch, teils auf Deutsch, teils auf Französisch, teils und zumeist in keiner Sprache. Tatsächlich scheinen sie alle nach dem Motto seiner Epistel über die Inokulation der gesunden Vernunft geschrieben zu sein, nämlich für Verrückte, für Engel und Teufel. Und Baggesen gibt dann zum Beweis seiner These eine Probe aus diesem Text. Das lassen wir hier weg, weil es zu kompliziert ist. Und dann sagt er, da ich weder ein Wahnsinniger noch ein Engel noch ein Teufel bin, wage ich nicht, die Weisheit in diesem unverständlichsten Paragraphen der ganzen Epistel zu beurteilen. Nur dies muss ich gestehen, es könnte mir nach ihrer Lektüre doch niemals einfallen, allen Leuten, die mir auf der Straße begegneten, zuzurufen, habt ihr Hamann gelesen? Also das ist natürlich auch das Problem, das man heute im 21. Jahrhundert noch hat. Vielleicht können wir dann in der Diskussion darauf noch eingehen, was heißt es, Hamann lesen zu sollen oder zu wollen. Baggesen ist insofern symptomatisch, als er im Weiteren seine Ausführungen durchblicken lässt, dass er Hamanns Sprache noch weniger Sinn zu entnehmen vermochte, als den Reden, die er einmal von jemand hörte, der unter dem Einfluss von zu viel destilliertem Eierlikör gestanden hatte. Hamanns Unverständlichkeit ist danach nicht einmal so vernünftig und nachvollziehbar wie die Reden eines Betrunkenen. In einer Welt der marktschreierischen Verdünnung des Denkens, wo mehr als zwei zusammen sind, ist Verrat, hätte Gomez Dávila gesagt. Aber mag es manchem vielleicht sogar als Empfehlung gelten, dass niemand durch die Straßen geht und marktschreierisch Hamann anpreist. Außer vielleicht in einem Vortrag in der Bibliothek des Konservatismus. Das ist aber was anderes. So, ein paar Dinge vielleicht zu seinem Lebenslauf, dass man eine knappe Vorstellung davon hat. Der größte Hamann-Forscher aller Zeiten war der österreichische Literaturwissenschaftler Josef Nadler, der heute natürlich sehr umstritten ist aufgrund seiner stammesgeschichtlichen Literaturgeschichte. Aber er hat das große Verdienst, überhaupt die Unterlagen zu Hamann, die damals in Königsberg noch lagen, also in 20er, 30er Jahren, auf eigene Kosten, 6.000 Mark hat ihn das damals gekostet, zu fotografieren. Die liegen heute in Münster in der Staats- und Universitätsbibliothek und wenn er das nicht gemacht hätte, wäre das alles kaputt, futsch, weg, denn das ist in Königsberg verbrannt
im Zweiten Weltkrieg. Diese Sachen sind also nicht mehr im Original vorhanden. Das bedeutet für die Edition von Hamanns Texten große Probleme, weil man keine Originalhandschriften von den wichtigsten Sachen hat, sondern nur Fotografien aus den 30er Jahren. Und das kann manchmal schwierig sein. Nadler selber hat etliche Lesefehler in seiner Edition drin. Das haben dann spätere Wissenschaftler immer wieder festgestellt. Aber ohne Nadler ginge es gar nicht, weil er eben in einer Weise, die maßgeblich war, eben lange sich damit befasst hat und auch dann nach dem Krieg eine bis heute unüberholte, aber nicht in jeder Hinsicht mehr akzeptable Biografie geschrieben hat. Aber wenn Sie das antiquarisch mal finden, von Nadler, Johann Georg Hamann, der Zeuge des Corpus Mysticum, immer zugreifen, denn das ist an sich ein schönes Buch. Nun ist es so, Hamann als in 1730 in Königsberg geborener Mann, er war natürlich da noch kein Mann, aber ein Junge, ist also Preuße und er ist Protestant und er ist dann getauft worden. Sein Vater war ein Wundarzt und sein Bruder war später dann ein Pflegefall, um den sich Hamann dann auch gekümmert hat. Und er schreibt dann über seine Bildung, das will ich Ihnen nicht vorenthalten, in einer Schrift, relativ früh handschriftlich verfasst, Gedanken über meinen Lebenslauf von 1758, als er auf einer bis heute undurchsichtigen Mission für ein Königsberger Handelshaus in London war. Er war dann längere Zeit in England und es konnte bisher nicht geklärt werden, was er da eigentlich hätte machen sollen. Er ist da aber in eine massive Lebenskrise geraten, die dann zu dem berühmten Bekehrungserlebnis führte, weil er dann intensiv die Bibel gelesen hat. Also da gibt es so Andeutungen, möglicherweise waren da irgendwelche seltsamen Liebschaften, können auch homosexuelle Erfahrungen gewesen sein, irgendwas in diesem Dreh da in London damals. Und das hat dann eine existenzielle Krise bei ihm bewirkt. Aber wichtig ist erstmal der Bildungsgang, die Grundlage, die die Eltern gelegt haben. Zitat: Ich bin früher von meinen Eltern zur Schule gehalten worden. Sie waren beide Feinde des Müßigganges und Freunde göttlicher und menschlicher Ordnung. Sie begnügten sich nicht mit dem bloßen Schein ihrer Pflichten und dem Zeremonial der Erziehung. Unsere Lehrmeister mussten ihnen Rechenschaft von unserem Fleiß und Aufführung, also Verhalten, Betragen, ablegen. Unser Haus war jederzeit die Zuflucht junger Leute, die studierten und welche die Armut sittsam machte. Sie waren jederzeit willkommen und wurden bisweilen ausdrücklich für ihren Unterricht bezahlt. Hamann lernte so Griechisch, Französisch, Italienisch, Musik, auch die Laute und Tanzen, Malen, was man eben da so gelernt hat. Aber was ganz wichtig war, es wurde ihm auch streng das Lügen, Herumtreiben und Näschereien verboten. Und er erinnert sich dann an seinen ersten Lehrer und meint, seine natürliche Lebhaftigkeit hätte durch den unnützen Schulfleiß gelitten und auch dadurch, dass er eben Latein ohne Grammatik beigebracht bekommen sollte und so weiter. Er sagt dann so schön, Zitat: Ich fand mich mit einer Menge Wörter und Sachen auf einmal überschüttet, deren Verstand, Grund, Zusammenhang, Gebrauch ich nicht kannte. Ich suchte immer mehr und ohne Wahl, ohne Untersuchung und Überlegung aufeinander zu schütten. Und diese Seuche hat sich über alle meine Handlung ausgebreitet, dass ich mich endlich in einem Labyrinth gesehen habe, von dem ich weder Aus- noch Eingang noch Spur erkennen konnte. Das hat ihn also nachhaltig geprägt. Und das könnte man vielleicht auch dann so sehen, dass hier der Keim gelegt wurde für das im Grunde unsystematische Denken von Hamann, was zumindest eine unsystematische Form hatte. Es ist dann so, dass er im Zuge dieser Erziehung eine durchaus problematische Persönlichkeit etwas schroff entwickelt hat und sich immer schwankte zwischen Fleiß und Müßiggang, Ausschweifung der Lüste und so weiter. Und er hat sich dann auch verausgabt, indem er einfach unzählige Bücher gekauft hat, was auch im 18. Jahrhundert schon bei manchen ein Problem war. Und dann hat er eben die Gelegenheit, nach London zu fahren, das hatte ich schon erwähnt. Und hier ist ein zentraler Begriff, der dann in dieser Zeit fällt und auch für Hamanns ganze
Signatur als Persönlichkeit wichtig ist. Er liest dann die Bibel und dann macht er das durch, was er selbst die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis nennt. Er empfindet dann mit großer Intensität die Verworfenheit und Verzweiflung des Menschen, der sich nicht im Glauben bewegt und den Weg der Sünde geht. Und diese Bekehrung ist es dann überhaupt, die Haman auf den Weg setzt, zu einem Schriftsteller zu werden, dass er sich überhaupt schriftlich äußert, dass er überlegt, wie spricht eigentlich Gott als Schriftsteller zu den Menschen. Und er beginnt dann, einen Text zu schreiben. Das ist der einzige, den ich jetzt mal so ad hoc empfehlen kann, auch ohne Kommentar nicht ganz zu verstehen, aber der ist hier drin, Reklamheft. Sokratische Denkwürdigkeiten, das ist diese erste Schrift von Haman, die er publiziert hat. Dann kommt noch ein zweiter Text hinzu, Ästhetika in Nuze, das ist also Ästhetik in einer Nussschale. Daraus lese ich vielleicht noch zwei, drei Sätze später vor, wenn gewünscht, die noch recht zusammenhängend sind, während spätere Texte oft dann abbrechen oder so auf die Situation bezogene Flugschriften sind, dass sie schon die Adressaten nur schwer verstanden haben. Wie gesagt, das hatte ich ja schon angedeutet. Haman kommt nach dieser Bekehrung nach Königsberg zurück und seine Freunde, darunter Immanuel Kant, sind entsetzt, denn das geht nicht, dass man jetzt auf einmal wieder das komplett traditionelle Christentum hervorzieht und sich dem widersetzt, was im Grunde als aufklärerische Kultur schon weiter war. Und dann versuchen Kant und seine Freunde, ihn umzustimmen. Es gelingt aber nicht. Und Haman bleibt zwar mit ihnen befreundet, die treffen sich öfter. Er bekommt dann eine Stelle als Zollverwalter und hat an diesem Punkt, darauf gehe ich nicht weiter ein, aber das ist natürlich interessant auch für sein ökonomisches Denken und deswegen, weil zu der Zeit der preußische König, um die Einnahmen zu verbessern, die Zollverwaltung sozusagen an Franzosen outsourced, ne, würde man heute sagen. Also die kriegen das sozusagen verpachtet und müssen dann gucken, wie sie das Geld den Leuten aus der Tasche ziehen. Und Haman hat dort gearbeitet, auch als Übersetzer, hat also dann Französisch geschrieben und hat dann das auch als politisches Leiden erlebt und da in dieser Zeit auch sehr stark Friedrich der Große kritische Sachen geschrieben, die der König wahrscheinlich selber nie zu Gesicht bekommen hatte, hätte ihn vielleicht auch nicht so interessiert. Aber jedenfalls sind die sehr interessant auf Französisch von Haman geschrieben. Darauf kann ich aber jetzt hier auch nicht weiter eingehen. Er versucht dann immer wieder, sich zur Ruhe zu setzen. Haman hat nie geheiratet, aber er hat dann das geschlossen, was er Gewissensehe nennt, mit einer Frau, mit der er auch dann Kinder hatte. Die Frage, warum er nicht geheiratet hat, ist nicht wirklich zu beantworten. Und man kann nur sagen, dass viele auch sehr moralisierende Zeitgenossen und spätere das nicht so verstanden haben und immer wieder kritisiert haben. Und als Hegel in seiner berühmten Haman-Rezension, also lange nachdem Haman schon tot war, auf diesen Umstand eingegangen ist, hat die Nachkommenschaft Hamans schwer dagegen protestiert, sodass dann diese Passage aus der Werkausgabe dann weggelassen wurde, erst viel später wieder reingefügt wurde. Denn das war denen noch also offenbar zu moralisch diskreditierend, was Haman selber aber nicht so gesehen hätte. Er war dann, und das ist, jetzt kommen wir zum Ende dieses Lebensweges, er ist dann beurlaubt worden, konnte in Rente gehen und ist dann nach Westen gefahren und hat dort einige der wichtigsten Personen getroffen, mit denen er auch schon zum Teil korrespondiert hatte, nämlich einmal Friedrich Heinrich Jacobi in Pempelfort, das ist heute Düsseldorf, mit dem es den intensivsten und auch in vieler Hinsicht philosophisch ergiebigsten Briefwechsel gab. Und dann hat er eben auch die Bekanntschaft mit Amalie von Galitzin in Münster geschlossen, einer zum Katholizismus konvertierten russischen Fürstengattin, also das war eine Deutsche, aber die hatte dann einen eigenen Kreis um sich und Münster ist dann auch der Ort gewesen, an dem Haman kurz bevor er eigentlich schon abreisen wollte, dann
verstorben ist 1788 und er ist auch dort noch begraben. Ich habe also das Grab selber jetzt im Herbst nochmal besucht und leider nicht mehr daran gedacht, nochmal eine schöne Fotografie für die PowerPoint-Präsentation mitzubringen, damit Sie nicht ständig dieses Bild da sehen müssen. Aber das ist, wer es haben möchte, dem schicke ich es gerne per E-Mail zu, denn es ist sehr schön mit Moos überwachsen. In den Schriftzügen ist also das Moos gewachsen, sodass man also in grüner Schrift Johann Georg Hamann lesen kann. Und das hat auch eine leicht mystische Aura, könnte man sagen. Also dort liegt das, was von Hamann übrig ist. Man kann das also heute noch besichtigen. Und immer wieder ist das Grab verfallen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat dann der vielleicht einigen bekannte Josef Pieper zusammen mit Joachim Ritter dieses Grab noch mal gepflegt und auf Vordermann gebracht. Und auch das ist natürlich nicht ganz unwichtig für die Wirkungsgeschichte von Hamann, dass diejenigen, die dann an dem Ort gewirkt haben, also Joachim Ritter und Pieper, sich mit Hamann beschäftigt haben, obwohl das eben in der Forschung dazu nicht so sehr bekannt ist, weil die nichts dazu geschrieben haben. Oder zum Beispiel bei Pieper ist es dann so, in einem frühen Buch ist ein Hamann-Motto, aber in der späteren Ausgabe, in der Werkausgabe ist das weg. Da werden dann eben solche Spuren auch verdeckt, die man als Hamann-Interessierter natürlich gerne sehen möchte. Gut, das soweit zu diesem Punkt. Die Frage, was man jetzt also mit Hamann anfangen kann in philosophischer Hinsicht, ist nicht so leicht zu beantworten. Hegel hat einen ersten Versuch gemacht, und es ist interessant, dass neben Hegel auch Schelling, beides nachhaltig wirksame Systemphilosophen, sich eben überhaupt herausgefordert gesehen haben, sich mit Hamann zu beschäftigen. Nachdem Hamann längere Zeit nur immer mal wieder so in Briefwechseln und so auftaucht und dann jemand, also Schlegel, schreibt dann an Jean-Paul, wie wäre es mal, so eine Hamann-Ausgabe wäre doch nicht schlecht und so. Und alle, jeder, der natürlich ein bisschen davon Ahnung hatte, ließ die Finger davon, denn das konnte nicht gut gehen. Und erst 1820 rum fängt dann an, eben so eine Ausgabe zu erscheinen von Friedrich Roth. Das war dann die erste große Hamann-Ausgabe. Und Hegel hat diese Ausgabe dann rezensiert und natürlich an Hamann kritisiert, dass der nicht das gemacht hat, was er als Hegel natürlich machen wollte, nämlich ein entfaltetes System darzustellen, in dem alles seinen Platz hat, während Hamann ganz klar antisystematisch war. Das war bei ihm eine prinzipielle, durchdachte Sache. Für Hegel natürlich ein Problem, denn für Hegel war damit verbunden die Unfähigkeit bei Hamann ein Buch zu schreiben. Und wenn man das nicht kann, dann ist man eben kein systematischer Denker. Buch heißt hier eben emphatisch ein Buch, ein Text, der länger ist, der einen Spannungsbogen hat und eine logische Entwicklung. Was weiß ich, Hegel, ne, weiß natürlich jeder, Wissenschaft der Logik, Phänomenologie des Geistes, das sind Bücher, aber nicht das, was Hamann eben gemacht hat. Und Hamann wusste das natürlich, denn er hat ganz klar gesagt, dass er es nicht hätte haben wollen. Er sagt, Zitat, System ist schon an sich ein Hindernis der Wahrheit, so wie Gewohnheit der Natur widerspricht. Und diese Dimension, dass er eben das System als Hindernis sieht, zeigt, wie sehr Hamann eben vom Konkreten her gedacht hat, dass er immer versucht hat, vom Einzelnen auszugehen und dass er auch die Frage der Selbsterkenntnis so verstanden hat, dass alles Wissen, wie es in der Bibel eben heißt, Stückwerk ist. Und das bezieht sich auch auf die Selbsterkenntnis. Und weil es diese Unvollständigkeit unserer Selbsterkenntnis gibt, ist sozusagen bei jedem Streben nach Aufklärung über sich und über andere eine Grenze vorhanden, die man nicht überschreiten kann. Und diese Grenze zumindest zu sehen, ist aber dann schon wieder ein Schritt hinaus über eine eingeschränkte Sichtweise, wie sie Hamann zum Beispiel bei Kant gesehen hat. Also vielleicht kann ich darauf kurz etwas eingehen. Die These von Kant ist ja bekanntlicherweise gewesen,
Aufklärung sei eben der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Und Kant führt dann eben aus, dass diese Unmündigkeit selbstverschuldet ist und so weiter, wenn sie nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt und so weiter. Und daraus schließt er dann eben, man soll eben Mut haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Hamann hat das sofort gelesen, als dieser Text von Kant 1784 in der Berliner Monatsschrift erscheint, und nimmt dann sehr früh Anstoß daran. Und diese Sachen, das ist eben auch wieder typisch für Hamann, die werden nicht in Büchern, Texten, Aufsätzen, Essays oder so entfaltet, sondern im Briefwechsel. Und das ist sozusagen neben diesen kleinen Schriften wie den sokratischen Denkwürdigkeiten das, wo man dann anfangen kann, Hamann zu lesen. Am besten, es gibt so eine einbändige Auswahl seiner Briefe bei Insel, die mal als eine Auswahlausgabe erschienen ist. Die Briefe, denn die Briefe sind oft klarer. Und er entfaltet einige seiner wichtigsten Gedanken in diesen Briefen an die Freunde. Das heißt, sein Denken ist außerordentlich dialogisch. Es ist immer bezogen auf den anderen und es ist immer sozusagen im Prozess einer Wahrheitsfindung, die ständig auch durch Neugier geprägt ist. Also er fragt immer nach neuen Büchern. Er versucht über Jahre zum Beispiel Giordano Brunos, einen seiner Dialoge zu finden. Er schreibt sogar nach Italien, um das zu bekommen, weil er denkt, dieses Buch, da ist was ganz Wichtiges für mich drin, und fragt dann alle danach und so weiter und schreibt dann an andere über seine Lesefrüchte. Und so eben auch über diesen Text von Kant, und sagt dann, und das ist auch wieder typisch für Hamanns Vorgehensweise, dass er zwar nicht systematische Abhandlung schreibt und durchgeht, aber er hat so einen Geist, der versucht, auf das zuzugehen, was der Knackpunkt ist, wenn man das so dann nennen will, oder auf Griechisch, so hat es er natürlich gesagt, das Proton Pseudos, sozusagen die Grundlüge oder der Grundfehler, der Irrtum, die erste Lüge, die in dieser Aufklärungsvorstellung von Kant enthalten ist. Und das ist seiner Meinung nach die These von Kant, dass die Unmündigkeit selbstverschuldet genannt wird. Denn Unvermögen, sagt Hamann, ist eigentlich keine Schuld, wie unser Plato, also damit meint er Kant, selbst erkennt, und wird nur zur Schuld durch den Willen und desselben Mängel an Entschließung und Mut oder als Folge vorgemachter Schulden. Und dann ist es aber so, es kommt dann ein anderer vor, der bei Kant da im Spiel ist. Und dann sagt Hamann eben hier, das ist eben das Merkwürdige, ich sehe die Aufklärung unseres Jahrhunderts mit keinen Katzenaugen, sondern mit gesunden Menschenaugen. Und ich frage mich, wer ist da dieser andere, wer ist das? Und die Antwort ist der leidige Vormund. Und dieser Vormund ist sozusagen das Hauptproblem. Dieses ist der Mann des Todes, die selbstverschuldete Vormundschaft und nicht Unmündigkeit. Das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert und dicht, aber der entscheidende Punkt ist eben, dass die Forderung der Aufklärung nicht falsch ist. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, aber sie ist unvollständig, denn sie muss verbunden werden mit der Forderung, sich davor zu hüten, etwas zu bewundern. Und das bezieht Hamann direkt auf Kant für sich selbst, indem er den auch unseren Plato nennt. Und dann sagt er so etwas ironisch, dass er sich natürlich gerne dessen Vormundschaft übergeben würde, nicht? Aber nur cum grano salis. Und damit ist natürlich der entscheidende Vorbehalt gegeben. Ich kann mich nicht durch andere aufklären lassen. Und dieses cum grano salus ist eben das, womit Hamann Kants ganze Konstruktion zum Einsturz bringt. Denn er bedeutet nichts anderes, als dass die Entscheidung darüber, in welchem Punkt und wie weit er sich Kant zur Leitung seines eigenen Verstandes anvertrauen werde, seine eigene Entscheidung ist und bleibt. Also eine nur bedingte und sozusagen ironisch zugestandene Verstandesleitung durch einen anderen, und selbst wenn es eben ein Philosoph vom Kaliber Kants ist, ist eine Selbstbehauptung der eigenen Mündigkeit. Und diese lässt sich sozusagen nicht
drangeben. Und Hamann hat mit dieser Kritik an Kant, die dann auch noch in anderer Hinsicht ausgeführt wird, das kann ich hier nicht vertiefen. Herr Gutschow hätte es natürlich gerne noch ein bisschen ausführlicher auch in dem Buch gehabt. Es ist eine ziemlich große Schwierigkeit, denn Kant hat ja dann auch sofort, als das Buch sozusagen raus war, die Kritik der reinen Vernunft gelesen und dazu dann sich kritische Anmerkungen gemacht. Und da gibt es dann immer die Kontroversen unter den Hamann-Forschern, die Theologen und die Germanisten sagen, da ist immer noch eine ganze Menge dran, das müssen wir auf alle Fälle weiter bedenken, während die Philosophen abwinken und sagen, nee, der Hamann hat das alles falsch verstanden, darauf können wir nichts geben. Und daran sieht man aber auch, wie unterschiedliche Fächerkulturen natürlich dann die Rezeption so eines Denkers mit prägen. Und Hamann ist eben eine Figur, die keinem einzigen Universitätsfach so direkt zugehört. Das war auch im Grunde der Grund, weshalb ich es als extrem fachfremder Anglist eigentlich von Hause aus mir überhaupt gestatten durfte, über Hamann etwas zu schreiben, obwohl ich weder Theologe noch Germanist noch Philosoph im eigentlichen Sinne bin, von ganz anderen Dingen vielleicht noch mehr zu schweigen. Also diese Dinge können vielleicht hier mal so stehen bleiben. Der Autor Hamann hat selber gesagt, ein Schriftsteller, Zitat, der eilt, heute und morgen verstanden zu werden, läuft Gefahr, übermorgen vergessen zu sein. Also diese übertriebene Anpassung, übereifrige Anpassung an den Leser von heute, die ein Schriftsteller eben ja auch durchaus braucht, weil er gelesen werden will. Aber heute die leichte Sprache des politisch erwünschten Aufgusses erhabener Ideen, so etwas verbietet sich aus Hamannscher Sicht generell. Und eines seiner Leitsprüche, kommt auch in dieser Schrift hier vor, die sozusagen aus Platon anverwandelt ist, lautet, rede, dass ich dich sehe. Das ist so ein dialogisches Prinzip, was er auf die Schöpfung selbst anwendet. Das heißt, die Schöpfung spricht das, was Gott als Schriftsteller in die Welt hineingeschrieben hat. Das ist eine Dimension, die ich jetzt hier erstmal gar nicht weiter erwähnt habe, aber diese theologische Dimension ist natürlich außerordentlich wichtig. Die ganze Sprachphilosophie Hamanns hängt damit eng zusammen. Und darauf kann ich vielleicht noch etwas eingehen, aber Sie sagen mir mal kurz, was die Uhr geschlagen hat. Gut, alles klar, dann kriegen Sie die auch noch. Also, Hamann lässt sich nicht in ein System einordnen, aber man kann sagen, er war Verschiedenes. Er war ein Bücherwurm, das hatte ich schon angedeutet. Er hat so viel gelesen, wie man eben lesen kann, wenn man kostenlos in der Buchhandlung immer vorbeigehen kann und sich die neuesten Neuheiten anschauen und durchblättern, einmal mitnehmen und wieder zurückbringen. Das war also damals durchaus üblich. Und er hat dann so viel von seinen Lektüren im Briefwechsel erwähnt, dass der bedeutende Philosophiehistoriker Karl Rosenkranz, der also auch Biografien über Hegel zum Beispiel geschrieben hat, auch in Königsberg war, hat sogar gesagt, Hamanns Briefwechsel sei wegen seiner körnigen literaturkritischen Urteile wertvoller als alle 258 Bände der Allgemeinen Deutschen Bibliothek Friedrich Nicolais. Und wer weiß, dass eben diese Zeitschrift im Grunde das Rezensionsorgan der Aufklärung für den populären Markt war, wo alle wichtigen Texte besprochen wurden über Jahrzehnte. Da kann sich dann ungefähr vorstellen, wie man das zu verstehen hat. Und so schildert dann auch ein Freund von Hamann den geistigen Haushalt mit den folgenden Worten. Zitat, sein Haus war ein chaotisches Magazin, in dem Kluges, Gutes, Gelehrtes und Religiöses durcheinander und zum Gebrauch eines jeden, der hinkam, offen dalag. Beim Büchermahl des von Leipzig angekommenen Messgutes, also der neuen Bücher von der Leipziger Buchmesse, aß er nicht, sondern fraß laut seinem eigenen Ausdruck und klagte dann bitterlich über Kopfindigestionen. Also
hatte Verdauungsschmerzen. Die obsessive Lektüre zeigt eben auch seinen ruhelosen Geist und wie er sich in das kritische Handgemenge begibt, wie er versucht, an allem und jedem zu lernen. Und er hat dann auch sogar die Anstrengung gemacht, Arabisch zu lernen, um den Koran lesen zu können und solche Dinge. Da hat er sich durch nichts abhalten lassen. Und wichtig ist nun noch, das ist vielleicht mein letzter Punkt, dieses sprachphilosophische Element in seinem Denken. Denn Sprache ist sozusagen der zentrale Punkt, an dem er auch dann zum Kant-Kritiker wird. Für Hamann war Sprache die Form, in der Menschen gedacht haben. Und er hat dann auch gesagt, Vernunft ist Sprache. Und ich will das jetzt versuchen, noch an ein paar Beispielen so wenigstens kurz zu erläutern, wie er sich das gedacht hat. Hamann war ein scharfer Gegner aller Sprachreformen. Zum Beispiel im 18. Jahrhundert gab es einen Kritiker, der heute nicht mehr bekannt ist, der den Buchstaben H abschaffen wollte. Denn wozu braucht man das H? Es ist ja ein Buchstabe, der nie gesprochen werde. Er sei also unnütz und eine in den Augen der Ausländer barbarisch erscheinende und unserer Nation, also der Deutschen, schimpfliche Gewohnheit. Hamann setzte dagegen eine seiner berühmten Schriften, nämlich die mit dem Titel Neue Apologie des Buchstabens H. Also Sie sehen schon, er hatte auch eine sehr witzige Ader. Und selbst Ernst Jünger empfand diese Schrift noch als prototypisch aktuell. Und die Aktualität geht auch nicht verloren, wenn man sich überlegt, wer dann immer wieder so seltsame Sprachreformen vorschlägt, die natürlich immer Verbesserungen sind, klar. Auch dieses stumme H war für Hamann natürlich nochmal in besonderer Weise wichtig, weil es auch in seinem Namen enthalten war. Er war der H-Mann. Und so hat er sich dann auch natürlich prononciert in Szene gesetzt. Und da wäre ja er nicht im Traum auf den Gedanken gekommen, auf dieses H zu verzichten. Gott bewahre, nicht? Und deswegen ist dieses stumme H auch ein Zeichen und Zeugen des schöpferischen Atems Gottes. Es ist ja der Hauch, dieses H, mit dem Gott dann spricht und es wird eben dann Licht oder es werden Dinge geschaffen. Und deswegen hat dieses H bei Hamann eben eine ganz besondere Intensität sozusagen. Man muss also sehen, diese Sprachphilosophie ist eigentlich eine Sprachtheologie, die nie ganz getrennt werden kann von diesem theologischen Kontext. Und das ist auch das, was in dieser schönen kleinen Schrift Ästhetica in Nuce, die so als eine Art Poetologie oder Ästhetik gelten kann, das ist eine ästhetische Theologie. Und es geht darum, dass er eben klar machen will, warum die Sprache so bedeutsam ist und Sprache eben nicht einfach nur als Mitteilungsorgan verstanden werden kann. Also man könnte es ja informationstechnisch so sehen. Sprache dient dazu, dass ein Sender X einem Empfänger Y einen Inhalt Z übermittelt. Aber das könnte man sozusagen als eine technizistische Sprachauffassung ansehen, die man dann braucht, um Computerprogramme oder sowas zu entwerfen oder Sprachprogramme. Aber für Hamann ist klar, dass sich sozusagen der historische Index in einer Sprache, also Sprache als Gewordenes, als etwas mit verblassten Metaphern, mit ganz viel Sinnlichkeit nicht reinigen lässt. Und das ist der entscheidende Punkt. Kritik der reinen Vernunft bei Kant heißt ja, dass man eben eine Vernunft versucht zu finden, die so rein ist, dass sie eben von diesen Verschmutzungen eines historisch zufälligen Sprachgebrauchs entblößt wird, sozusagen nackt wird. Und Hamann hätte gesagt, dieses Ansinnen, dieser Versuch, dieses Projekt ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil das Denken des Menschen so nicht funktioniert, sondern wir können nur denken in Bildern. Alle unsere Erkenntnis ist bildhaft. Und das sagt er dann auch explizit in diesem Buch, wo er dann sagt, eben Sinne und Leidenschaften reden und verstehen nichts als Bildern. In Bildern besteht der ganze Schatz menschlicher Erkenntnis und Glückseligkeit. Und diese Bildhaftigkeit lässt sich auch nicht durch irgendwelche Reformen aus der Sprache ausschalten. Das ist völlig ausgeschlossen. Und dieser Punkt ist wichtig, weil
Er zeigt, dass die Stoßrichtung von Hamann auf vielen Gebieten, aber bei der Sprache besonders anschaulich eben gegen komplett rationalistische Konstruktionen gerichtet sind, die denken, man könnte irgendetwas am Reißbrett entwerfen, wie eine Sprache. Das bezieht sich aber auch auf andere Dinge, Theologie, Gesellschaftsordnung, Kunst. All das ist eben immer mit einem gewissen Element der Unreinheit verbunden. Und das hat auch zu tun, das nur am Rande, spielt aber auch eine wichtige Rolle. Und ich habe dem auch ein eigenes Kapitel gewidmet, weil in das Denken und Sprechen der Menschen, in das Imaginieren der Menschen immer Körperlichkeit und damit auch Geschlechtlichkeit eindringt. Also alles, was Menschen tun, ist eben nicht einfach nur Gedachtes. Es ist nicht einfach eine Vernunft, die irgendwo da rumschwebt, sondern es ist an die Leiblichkeit gebunden. Und deswegen hat eben Hamann sehr intensiv auch genau dieses Problem versucht zu reflektieren, inwieweit eben lebensweltliche Aspekte, anthropologische Dimension könnte man es nennen, in dieses Phänomen der Vernunft als Sprache eingehen. Und vielleicht noch zwei Sätze und dann komme ich auch schon zum Ende. Die Sprache ist sozusagen ein Reservoir, das natürlich auch immer Missverständnisse mit einschließt. Und vielleicht, um das abzurunden, weil ich über das Theologische nicht so viel gesagt habe, will ich wenigstens diesen einen Punkt noch anführen, der sich auf die frühe Ausführung von Hamann bezieht, als er sich mit der Bibel beschäftigt hat. Also das Prinzip Vernunft ist Sprache ist deswegen wichtig, weil es Sprache als solche gar nicht gibt, sondern es gibt auch nicht Religion. Das ist viel zu abstrakt gedacht. Man ist dann schon in einer Begriffswelt befangen, sondern es gibt eben nur diese oder jene Religion, die dann einen konkreten Charakter hat, und es gibt eben nicht Sprache. Wir sprechen nicht Sprache, sondern wir sprechen eben Deutsch oder einen bestimmten Dialekt, und deswegen ist sozusagen die faktische Vielfalt der Sprachen auf der Welt, die biblisch als Resultat der babylonischen Sprachverwirrung gedeutet wurde, in Genesis 11, führt deshalb dazu, dass man auch eine sehr weitreichende Änderung des Vernunftbegriffes im Grunde ansetzen muss. Denn wenn es notwendigerweise viele Sprachen gibt und Vernunft Sprache ist, gibt es auch eigentlich Vernunft, nur im Plural der Sprachen. Also die Vielsprachigkeit ist damit a priori schon ein Tatsachenbefund, der die Vorstellung einer reinen Vernunft aufhebt und ausschließt. Und das ist es eben, was Hamann selber in seinen biblischen Betrachtung eines Christen ausführlich dargelegt hat. Und das ist vielleicht eine Schrift, die kann man auch noch zur Lektüre empfehlen, weil sich das sehr eng an den biblischen Text anschließt und er dann daran seine Reflexion hängt. Da bezieht er dieses Problem direkt auf die moderne Philosophie. Und das ist mein letzter Punkt jetzt. Gott hatte dafür gesorgt, dass die ganze Erde einerlei Lippe war und einerlei Worte hatte, obwohl sonst alle menschlichen Dinge der Veränderlichkeit unterworfen waren. Und gerade die Einigkeit der Menschen in sprachlicher Hinsicht ermöglichte es ihnen, auch in der Torheit einig zu sein, in den bösen Gedanken, die dadurch erst jene Stärke erlangten, welche zum Projekt eines Turmbaus führte, Zitat, dessen Spitze bis in den Himmel geht. Die Verwirrung der Sprache galt nun Hamann als nichts Geringeres als ein feierlicher Ratschluss der Dreieinigkeit, das heißt also Gott verstanden im christlichen Sinne, um die Menschen vor dem Unglück zu bewahren, dass sie sich selbst durch ihre Baukunst, und das steht natürlich auch für anderes, zu bereiten anfingen. Der springende Punkt ist nun, dass Gott selbst das Mittel, wodurch wir dem Himmel näher gekommen sind, in Hamanns Worten so könnte ausgedrückt haben. Kommt, sagte Gott, wir wollen uns vom Himmel herunterlassen, lasst uns niederfahren. Und das ist sozusagen dann das Ende. Gott lässt sich herunter zu den Menschen, spricht zu ihnen, aber eben in vielen verschiedenen Sprachen. Und in dem Sinne
wie eben Hamann ein ja, im Grunde Apologet der Vielfalt war. In diesem Sinne kann ich vielleicht hier einfach schließen, indem ich also Hamann hier als einen vielfältigen und die Vielfalt aufrechterhaltenen Denker einmal dahinstelle. Und ich denke, in diesem Sinne, eine Vielfalt kann im heutigen Deutschland nicht schaden. Und deswegen danke ich Ihnen sehr, dass Sie so lange und geduldig zugehört haben und sich dafür die Zeit genommen haben.